Wir warten daher gespannt auf das Referat von Herrn Dr. Fischler. Sein Thema ist es ja, Regionen mit schienengebundenen Öffis beleben. Ja, danke schön, meine sehr geehrten Damen und Herren. Manche von Ihnen werden sich vielleicht jetzt ein bisschen fühlen, wie wenn Sie in einem ÖBB-Zug sitzen würden, weil wir haben schon mehr als eine halbe Stunde Verspätung. Aber ich möchte mich trotzdem ganz herzlich bedanken für die freundliche Einladung, hier heute bei Ihnen zu sein und mit Ihnen über Ihre Zukunft zu diskutieren, denn um nichts weniger und um nichts mehr geht es. Sie haben in Ihrem Eingangsvideo richtigerweise, würde ich glauben, die Melodie von High Noon erklingen lassen. Also auf Deutsch höchste Zeit. Und daher glaube ich tatsächlich, dass es notwendig ist, dass man hier und heute auch bei dieser Veranstaltung versucht, ein bisschen Nägel mit Köpfen zu machen. Aber, und das haben Sie sehr deutlich vom Herrn Bürgermeister Weiß erfahren können, die Frage, was in Zukunft mit der Ibstalbahn passiert, ist zuallererst eine Frage an Sie. Sie haben es letztlich in der Hand, von Ihrem Einsatz, von Ihrem Engagement, von Ihrem Kämpfen wird es abhängen, ob Sie Erfolg haben oder ob Sie 15 Jahre warten müssen oder ob überhaupt nichts passiert. Das muss Ihnen klar sein. Und Sie müssen zuallererst überzeugt sein von der Richtigkeit dieser Überlegungen, die hier einige Fachleute Ihnen vorgeführt haben. Dann ist das Ihr Baby, Ihr Anliegen. Und wenn man von einer Sache selber überzeugt ist, dann kann man auch andere Menschen zu überzeugen anfangen. Und ich kann Ihnen sagen, was der Herr Dr. Weiß ja nicht sagen konnte als Finchker Bürgermeister. Also man muss eines wissen, in Tirol ja, gilt das Wort Finchker, das ist gleichbedeutend für Sturheit. Ja. Und wenn es also daher drei Bürgermeistern aus dem Finchgau gelingt, 40 andere oder über 30 andere zu überzeugen, dann können Sie daran ein bisschen messen, was das eigentlich bedeutet. Und es geht letztlich nicht nur darum, die bestehende Ybstalbahn so wie sie ist zu erhalten, sondern es geht darum, ein Konzept für die Zukunft zu entwickeln, in etwa vielleicht entlang der Linien, die der Herr Dr. Frey hier gezeichnet hat. Es geht also einerseits darum, eine attraktive Bahn zu machen, die Attraktivität dieser Bahn zu steigern, damit auch die Bereitschaft, sie zu benutzen, steigt. Es geht aber dann auch letztlich darum, diese Bahn sozusagen zur Verkehrshauptschlagader des Ybstals zu machen. Und das ist der Punkt. Also hier muss man aufpassen, dass man nicht in eine Falle tappt. Denn wenn man hergeht und eine Konzeption, eine Regionalplanung, eine Gemeindeplanung oder örtliche Raumplanung macht, die darauf aufbaut, dass es diese Bahn gar nicht gibt, und dann versucht zu sagen, ja wozu brauchen wir dann die Bahn, wenn das Tal sozusagen ohne sie funktioniert, wenn man sich auf das einlässt, dann hat man schon verloren. Es muss genau umgekehrt sein. Es muss so sein, dass es darum geht zu überlegen, wenn ich die Bahn zur Hauptschlagader mache, was muss passieren sozusagen mit den anderen Bahnen, damit ausreichend Blut in dieser Hauptschlagader fließt und damit es sich hier um ein gesundes System handelt, sodass also kein Risiko für irgendeinen Infarkt besteht. Natürlich gibt es jede Menge Möglichkeiten, und Sie haben ja einige davon gehört, es gibt noch viele andere, diese Bahn attraktiver zu machen. Und ich würde Ihnen wirklich auch empfehlen, zu versuchen, von anderen, von Erfolgsmodellen, nicht sie zu kopieren, aber davon zu lernen
Man kann überall sich etwas abschauen und man kann überall etwas lernen. Und da würde ich empfehlen, nicht nur die schon erwähnten Beispiele des Finchgaus oder von Salzburg, gehen Sie auch in die Schweiz. Die Schweizer sind hier wahrscheinlich in Europa am weitesten voran, vor allem was den Bau und die Konzeption von Gebirgsbahnen anbelangt. Und dann geht es also auch nicht nur um den Personenverkehr, sondern es ist tatsächlich wichtig, diese Bahn auszurichten, auch auf Möglichkeiten, Güter zu transportieren. Und nicht nur Nostalgie. Nostalgie ist schön, ja? Nostalgie ist romantisch. Es gibt sicher auch die Möglichkeit, dass also, so wie im Zillertal, das auch der Fall ist, da gibt es auch so eine Schmalspurbahn, die eigentlich gut funktioniert, wo man also dann eigene Romantikzüge einschiebt, das ist ja alles kein Problem. Aber das Problem ist, wenn diese Konzeption, die ich versucht habe in zwei, drei Sätzen zu umreißen, funktionieren soll, dann beginnt es tatsächlich bei der Raumplanung. Es gibt Untersuchungen der TU Wien, die zeigen, dass man allein durch richtige Raumplanung 30% an Energie einsparen kann und auch jede Menge Energie im Zusammenhang mit Verkehr. Dann geht es natürlich auch darum, entsprechende Fahrpläne zu gestalten, entsprechend Zubringerverkehr zu organisieren, die Kombination mit dem Fahrradverkehr, mit dem Individualverkehr, aber auch mit anderen Verkehrsmitteln zu optimieren. Da geht es darum, den Tarif vernünftig zu gestalten. Da geht es darum, Angebote im Tourismus zu machen. Da geht es also um sehr, sehr viele Dinge. Und schließlich und endlich geht es sogar so weit, dass man auch überlegen muss, wie kann man das Problem von unterschiedlichen Spuren und unterschiedlichen Bahnsystemen hier überwinden. Um den Tod der Ibstalbahn zu verhindern, wissen Sie, braucht man eigentlich nicht wahnsinnig viel. Aber wir wollen ja keinen Siechen produzieren, sondern wir wollen einen gesunden, kräftigen, ja vielleicht eine gesunde, kräftige Dame, nachdem es ja um die Bahn geht. Und diese gesunde Dame braucht dann natürlich auch, um attraktiv genug zu sein, entsprechende Maßnahmen und Investitionen. Aber im Vergleich zu anderen Transportsystemen ist es auch, wenn man eine Kosten-Nutzen-Rechnung anstellt, durchaus vernünftig in diese Richtung zu gehen. Damit kann ich eigentlich schon aufhören, meine Damen und Herren. Wenn Sie überzeugt sind, wenn Sie sagen, und das müssen dann natürlich auch die Bürgermeister verstehen lernen, dass Sie nicht bereit sind, hier nachzugeben, dann wird sich auch etwas bewegen. Und zum Schluss nur eine Überlegung noch. Man muss sich ja das irgendwie schon ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Wir wissen nicht nur die Frage des Peak Oil, wir wissen auch, dass wir aus Gründen des Klimawandels in den nächsten etwa 30 Jahren den Verbrauch an fossilem Öl um 80% in den Industriestaaten reduzieren müssen. Das heißt de facto einen Ausstieg aus diesem auf fossilen Energieträgern bestehenden System. Alle großen Autofirmen der Welt investieren zurzeit Milliarden, um den Umstieg auf elektrisch betriebene Fahrzeuge zu schaffen. Da hat man elektrobetriebene Fahrzeuge im Prinzip zur Verfügung mit 100-jähriger Erfahrung. Und da glaubt man, dass man in Zukunft ohne sie auskommt. Das ist schon eine besondere Logik, die es verdient,
darüber nachzudenken. Dankeschön.